Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli-Plan. Im letzten Part haben wir die Meister-Evoli-Trainerin besiegt, sind jetzt selber zum Meistertrainer geworden. Und jetzt möchte ich mir anschauen, also beziehungsweise wir gehen jetzt ins Game Freak-Gebäude. Das sieht so aus, als hätte es gerade einen Geistesblitz gehabt. Crazy. Zwar wollen wir jetzt hier hin und gehen ins Game Freak-Gebäude. Wollen uns unseren Titel holen, wollen allgemein schauen, was es da so gibt. Wir sollten da ja mal vorbeikommen, wenn wir die Liga geschafft haben. Deswegen werden wir es machen. Darum würde ich sagen, let's go. Ich glaube, es war hinter dem Dings, ne? Ich glaube, Evoli ist noch fast tot. Das ist eigentlich egal. Brauche jetzt noch nicht hochheilen. War das hier hinten dran? Das müsste hinten gewesen sein. Ne, es war doch vorne, fuck. Schlaf gut, Lucky Boy. So, dann gehen wir hier rein. Oben war das Game Freak-Gebäude. Was hier? Nee. Noch nicht. Hier war's. Hallo, okay. Ich bin der Grafiker, ich war da, okay. Hallo Evoli-Meister. Aber warte, bist du etwa hier, weil du unter einem anderen Titel bekannt sein willst? Okay, Pokémon-Trainer, okay, Evoli-Meister. Jetzt sind wir für immer Evoli-Meister schon mal. Okay, das ist schon mal nice. Ich bin der Programmierer. Zu irgendjemandem sollen wir kommen, wenn wir es durchgespielt haben. Ich bin der Projektleiter. Dir scheint dieses Spiel ja eine Menge Spaß zu machen, das freut mich. Viel Erfolg mit deinem Pokédex, sag Bescheid, wenn du vervollständigt hast. Okay, das kommt später erst. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne. Und nicht zu vergessen, Sabrina. Der hier war das, kann es sein? Der war das, der zu mir meinte, ich soll zu ihm kommen, wenn wir die Liga geschafft haben. Ah, okay, wir sind sogar geheilt. Ich habe Stürges nicht dabei. Und ich weiß nicht, wie stark der Trainer hier wird. Deswegen will ich Stürges eigentlich schon dabei haben. Darum sollten wir Simsala mitnehmen. So. Dann... Hey, ich bin Morimoto. Ich helfe hier als Trainercoach aus. Warum fragst du? Ich habe da so meine Gründe. Ich bin der stärkste aller Trainercoaches. Willst du mich kämpfen? Let's go. Schauen wir mal, wie das so wird. Der hat 6 Pokémon? Kangama, okay. Welches Level ist das? Level 54, okay. Nice. Erstmal Quälzone einsetzen. Oh, Mogli. Dann nochmal Quälzone. Die Attacke sieht richtig sick aus. Oh lol, Wutanfall, okay. Na, gar kein Schaden. Okay, Kopfnuss. Theoretisch gesehen könnten wir Quälzone drauflassen und können Biss runterpacken für einen anderen Evoli-Move. Es gab doch so einen Mann, der gesagt hat, wenn du die Top 4 besiegst, dann bekommst du etwas. Ah, das war hier, oder? In dem Game Freak-Gebäude. Vielleicht bekommst du jetzt da die Megascheine. Moment, Kangama? Flamara, okay, nee, doch nicht. Ich hätte jetzt auch gedacht, okay, vielleicht kommt da jetzt alle oder noch mehr Pokémon, die die Mega-Entwicklung eventuell können. Aber scheinbar irgendwie doch nicht. Pam. Kraftkoloss. Danke, Evoli. Wie heißen eigentlich diese ganzen Sommerattacken? Keine Ahnung. Mach um Ei. Da können wir ein Stückes gehen. Der war doch ganz am Anfang. Stimmt. Ich erinnere mich, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht mehr. Muss sowieso nochmal mit allen Trainern irgendwann mal sprechen. So, machen wir es besiegt. Blitzer. Ja, komm, bleiben wir drin. Ich hätte zwar einen Mira rausgehen können, aber Stürges würde es schon machen. Ich hätte wahrscheinlich am Anfang einfach den Omnibus mit Stürges geben sollen.
Nice. Keine Para, keine Para, keine Para. Donner, direkt vom Olymp. So. Aquana. Gehen wir raus in Mega Erik. Mal schauen, was wir da am Ende bekommen. Bin sehr gespannt. So, Mega-Entwicklung, Blättertanz. Danke, Chrismann. Ich kriege es eigentlich echt gut hin. So, unser letztes Pokémon ist Dragoran. Crazy. Gehen wir wohl nur noch. Vielleicht gibt er einen Dratini. Boah, das wäre cool, wenn er ihm einen Dratini schenken würde. Also der hat auf jeden Fall ein krasses Team. Der hat alle Evolutions, Machomai, Dragoran und Kangama. Ist schon ein krasses Team. Kann man nichts gegen sagen. Ovalpin, stimmt. Das kann sein. Gute Nacht, Dave. Schlaf gut. Du bist richtig stark. Lass mich dir etwas schenken. Fang viele Pokémon und lass deine Liebe zu. Oh Mann. Schade. Ich dachte, hier würde man irgendwas Cooles bekommen. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ich war richtig gehypt gerade. Okay. Dann gehen wir jetzt mal Richtung Mewtwo, würde ich sagen. Ja. Okay, geheime Techniken. Himmelstritt. Zuerst City. Ich habe die Liga geschafft, Mira, ja. 10 AP top. Hm. Ah, Leute, Moment, ich kann jetzt gleich richtig crazy sein, oder? Ich habe voll die gute Idee, Moment. Guck mal, Mira muss jetzt gleich aufpassen, okay? Sie müssen alle aufpassen, aber Mira kennt es halt noch nicht. Ah, Moment, ich kann für Evoli noch eine andere Attacke für Biss drauf machen. Video beenden? Nö, nö. Den Weg in die Azuria-Höhle kann ich auf jeden Fall noch zeigen. So, wir holen uns... Ah, ich hätte gerne Knisterladung. Ich werde ja die ganze Zeit eine Elektroattacke haben. Und dann holen wir uns einfach Knisterladung noch dazu. Ups. So. Zack, zack, zack. Zack. Ups, zack. Moment, wir können hier erstmal wieder Pokédex nochmal sortieren. Warum ist mein Facecam ausgegangen? Nein! Okay, geht wieder. Alles gut. Den Team hinzufügen. Und wir packen Effern raus. Die Tacken sind mega broken. Gintomic! Vielen, vielen lieben Dank für deinen Twitch Prime Sub. Super, super appreciated. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Echt super, super lieb. Okay. Oh, da ist der Quapo-Trainer. Okay, und jetzt? Richtig am Cheaten. Okay, gibt's hier auch noch was auf Route 4? Hier oben so? Oh, da ist noch ein Item. Okay, Mira, das wollte ich dir nur zeigen. LOL.
Okay, was gibt's hier für ein Item? Ein AP-Top-Kill. Das ist mega sick. Okay. Hey Champ, du darfst diese Höhle betreten. Aber jetzt werde ich mich dir nur noch als Trainer... Okay, der ist noch ein Trainer-Coach. Aber wir haben ja gerade schon gegen den stärksten Trainer-Coach von allen gekämpft. Also meinte der ja zumindest so. Ach, der hat auch 5 Pokémon, Alter. Die haben jetzt alle so viele Pokémon. Dann wollen wir mal. Das ist richtig sick, ja. Kann man auf Glurak machen, auf Dragoran und auf Aerodactyl. Ja, ich habe gegen den. Ich habe jetzt den Evoli-Meistertitel. Gegen die habe ich gewonnen. War echt schwer, der hatte einen Evoli auf Level 75. Aber dadurch, dass mein Evoli mich so liebt, habe ich es geschafft. So. Arena Leiter Rematches werden wir uns auch gleich nochmal anschauen. Also ob ich die schon machen kann, werden wir gleich mal schauen. Kann ich gegen Galoppa drin bleiben? Ja, komm. Ja, und gegen Raupi habe ich es versucht, aber ja. Okay, Flare Blitz sollten wir aber sowieso noch tanken. Pam. Auskill nicht ganz. Ach, das geht sowieso daneben. Oder doch nicht. Okay, aber es killt echt nicht. Ah, der Burn. No. Aber es killt sich. Easy. Autsch. Yugong. Gehen wir aus dem Erik. Du bist viel im Postgame zu meinen. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Die ganzen Meistertrainer alleine. Und ich glaube, hier kommen so noch voll viele Dinge dazu. Ich glaube, das Postgame ist nicht ohne. Wir müssen auch noch herausfinden, woher wir die Megasteine bekommen. King. Könnt drin bleiben, für Blättertanz gehen. Ah, oh, King Creepy, kannst du ja nicht sagen, Mann. Aber ja, hast schon recht. Okay, und Nidoking. Gehen wir in Nidoking. Bei Mira ist das bessere Nidoking. Warte, wir haben Initiative Minuswesen. Ach, egal, schauen wir schon. Ein Pflaster, ja. Game ist mittlerweile durchgespielt, wir sind jetzt gerade im Postgame drin. Und Erdbeben. So. Wahrscheinlich hier kam vom Champ, hatte ich aber auch nichts anderes erwartet. Oh, Feeländer, nice. Schön, das war alles Pokémon, die Feeländer konnten. Okay. Alter, das sieht so schön aus hier, ne? Kann man echt nichts gegen sagen, Mann. Und dann begegnen wir natürlich erstmal direkt mit Carpador. AP top. Was haben wir hier? Oh, so viele Wege. Kann Bibor viel ändern? Berechtigte Frage eigentlich. Weiß ich gar nicht. Das ist ein Enton. Hier in der Zuya-Höhle sind nur die stärksten Pokémon der stärksten Pokémon.
werde später auch mal auf Lapras reiten, ja. Werde ich auf jeden Fall machen. Oh, hallo Georg. Nein. Welches Level ist es denn? 53, ja. Aber es gibt hier viel zu viele Wege. Das ist so schlimm. Da schütten Riese raus. Und Sonnenbaumann. Und 5 Hyperbälle. Ich glaube, man kann die Alolamons nicht so fangen, ne? Doppelleber. Und Top-Genese. Ah, Wundern hatte gerade, glaube ich, was gefunden. Fuck. Machst du nix. Okay, das heißt, alle Wege führen nach hier oben. Hallo Golbat. Man kann immer noch breeden, Mira. Oh. Oh, eine Perle, nice. Okay, wir müssen irgendwie nach da oben links kommen, glaube ich. Aber wie? Ist die Question. Ist es die Treppe hier? Ich glaube schon, ne? Ja, und dann gehen wir hier runter. Stopp! Zeigst du das Breeden? Wahrscheinlich erst, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin. Mache ich wahrscheinlich mein Breeding-Tutorial. So. Was will Evoli uns sagen? Okay. Spürt wahrscheinlich wieder die Präsenz. Er ist starken Pokémon. Ich hab ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ich bin anderthalb Wochen in Frankfurt. Anderthalb bis zwei Wochen circa. Die Musik ist so heftig. Die sind auch immer je nach Höhle nochmal so ein bisschen angepasst, ne? Das war einfach so ein Kleinstein, Alter. Was ausgraben. Sternstaub. Nice. Wie wird man hier reich? Hä, wohnst du wirklich in Frankfurt, Mira? Crazy. Ich komme instant vorbei, Mann. Pokémon Go für Konsole? Quasi. Nur noch besser. Viel besser. Ich bin echt richtiger Fan von dem Spiel. Okay. Oder wie Top haben wir noch gefunden? Leute, ich würde sagen, ihr wisst, wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ich habe wieder gegen das Mikrofon gehauen, es tut mir leid. Sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao, ciao. Ein Quappu. Okay, das fangen wir jetzt noch. Da ist einfach ein Quappu. Alright, Mira. Ich bin wahrscheinlich über diese besten Tage in München. Vielleicht. Der Cliffhanger des Todes. Verdammt.
Nein! Danke. Nice. So, alright, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.